So, und damit willkommen zur letzten Folge für diese Woche von MindTiles Creator Server. Yay. Heute haben wir jetzt noch eine Menge. Ich werde mal auf jeden Fall zuerst mal unser Bitten ein bisschen größer machen, damit wir da auch, ne? Ein bisschen was anbauen können. Das ist natürlich geil, dass wir jetzt hier schön Mulch haben. Siehst du, dann können wir jetzt hier raus auch das machen. Und dann haben wir quasi. Nein, andersrum. So. 8 mal, 16 mal Supermulch. Das ist ganz geil. So, ein bisschen Rhabarber. Bei Rhabarber haben wir eigentlich schon. Oh, nö, mehr können wir nicht anbauen, oder? Nö. Gut, dann würde ich mal sagen, wir brauchen noch ein bisschen noch Holz. Und ein paar Stöcke. So, dann würde ich mal sagen, hier mal Tomaten. Passt. Die Beeren lasse ich erstmal drinne, weil ich weiß aus Erfahrung, dass die Beeren sehr lange brauchen zum Wachsen. Von da können wir die später machen. Genau. So. Holz. Wir brauchen Holz vor der Hütte. Du kannst rein, das brauchen wir, 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 das brauchen wir. Genau. So, dann machen wir mal hier ein bisschen Holz. 1, 2, 3, 4. Bam, bam. Da, bam, bam. So, dann. Ja. Doch, das hier. Mache ich mal für das Gedöns hier meine extra Kiste. Einfach weil es sich anbietet. So, können wir uns eigentlich gleich mal einen Ofen bauen? Jetzt haben wir bloß noch 5 mal Stein. Ah ja, was soll's. So, das heißt, den Ofen packe ich erstmal hier so hin. Dann kann ich eigentlich einen Stack Blätter gleich mal reinpacken. Easy. So, gutchen, dann wollen wir mal loslegen. Das heißt, wir bauen erstmal die Eckpfeiler sowieso aus Holz. Das ist ganz klar. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, es wird nicht zu hoch. Das hier lassen wir erstmal. 1, 2, 3, 4, 5. Boing. 1, 2, 3, 4, 5. Aua, tut doch weh. 1, 2, 3, 4, 5. Äpfel sind immer ganz herzlich willkommen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich, oh, verletzt. Brauche einen Arzt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja gut, die Blätter hier sind dann dementsprechend im Weg.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. That escalated quickly. So, die Leute nehmen jetzt auch weg. Perfekt. So, gleich mal ein paar Äpfel mitnehmen. Dankeschön und Dankeschön. Dann essen wir doch gleich mal hier. Bam. Jetzt geht's super schnell. Ah, oder das war da hinten, weil da hinten noch unerforschtes Gebiet war, was er erstmal erstellen musste. Das kann natürlich sein. So, jetzt geht es mit den Apfelessen super easy, super schnell. Dann kann das auch der Grund sein, weswegen Götterk 1 mit sehr viel Lecks zu tun hatte, weil die ganze Map ist ja noch komplett neu. So, erstmal hier schon satt essen. Ach komm her. So. So, damit haben wir schon mal die Außenfäuler. Jetzt ist die Frage, was machen wir als Innen? Also als Wände quasi. Da würde ich mal sagen, wir nehmen auf jeden Fall Bricks. Nur haben wir hier leider eine schiere Auswahl an Sachen, die wir nehmen könnten. Ich bin für die grüne Wand. Die sieht stylisch aus, die kann man nehmen. Spaß. Wobei, einfach mal so, just for fun, so ein Haus aus Kaktusziegeln ist gewagt, aber ne, man muss ja ab und zu auch mal was Neues probieren, finde ich jetzt persönlich. Würdest du Gast zu der Wiese passen? Nee, lassen wir mal. Keine gute Idee. Das ist auf jeden Fall zu kontrastreich, mag ich nicht. Das hier, dann müssten wir in die Wüste gehen. Das hier, das ist am preiswertesten. Da müssen wir nur in die Hölle gehen. Nein. Sandstein, Silbersand. Also von der Farbe her würde ich das hier oder das hier nehmen. Eins von den beiden. Der Vorteil hieran wäre, wir haben da hinten gleich irgendwo einen Strand. Da, wo wir gerade Holz gesammelt haben. Na super. Hätten wir gleich auch noch Sand sammeln können. Oder wir nehmen einfach das hier. Weil das sieht auch relativ stylisch aus. Ne? Kann man machen. Sieht gut aus. Woraus bestehst du? Du bestehst aus... Ach, komm jetzt hier. Ah. Ist doch anders als das Rezept? Nee. Das Problem ist, um diese Dinger hier zu machen, müssen wir erstmal Ton sammeln. Leben. Ton wird daraus, ja. Hä? Nee. Ton? Auf jeden Fall diese Dinger hier. Die Dinger. Die müssen wir erstmal überall im Fluss sammeln und darauf habe ich jetzt gerade keinen Bock. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich, Also ich bin optisch gesehen für die Dinger. Ich weiß nur nicht, ob wir damit die gesamten Wände hochziehen sollten oder ob wir das nur unten als Fußnote machen sollen. Weil als Fußnote ist es auf jeden Fall. Aber ich bin mir unschlüssig, wie wir die gesamte Wand gestalten. Von daher gucke ich mal ein bisschen weiter. Was gibt's? Achso. Nein, nee, gibt's hier nicht. Was ist das? Kaktus Big Moon Big. Was ist denn für ein Scheiß? Okay. Interessant. Okay. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Was ist der Unterschied zu dem hier? Ist doch auch Kaktus, dachte ich. Kaktusziegel. Das hier ist Kaktus Big. Also quasi das gleiche. Nochmal. Einmal von Moorblocks und einmal von X-Decor. Okay, interessant. Na gut. Ja, dann würde ich mal sagen, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Gestein, so oder so. Das heißt, ich nehme mal kurz das Ding hier mit und dann gehen wir mal ein bisschen auf Gesteinsjagd. Wo kann man am unauffälligsten Gestein abbauen? Am besten da hinten, da haben wir gleich eine gesamte Front. Den gesamten Berg bauen wir jetzt ab. Einfach komplett hier. Ich bin so langsam. Ach ja, hier haben wir auch Sand.
Na, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen am Struggeln, am Überlegen, wie wir das am dümmsten. Wow. Am dümmsten machen. Siehst du, da hinten können wir gleich abbauen, da fällt es am wenigsten auf. Wir haben jetzt sogar gleich mal ein bisschen Kohle, das ist natürlich geil. Also wenn ich hier die Kohle abbaue, das fällt auf jeden Fall auf. Ist aber ungeschützter Bereich, das heißt, wenn ich sie nicht abbaue, baut sie sowieso irgendjemand ab. Von daher kann ich es auch gleich sein, der es abbaut. Wir brauchen mehr Stein. So, dann mache ich das so gleich wieder schön zu hier. Bam, bam, bam. Dann kann keiner sagen, Ronny, sieht scheiße aus. Denn jetzt sieht es auf jeden Fall noch beschissen aus. Lass mich hoch, du. Ach, geht nicht. So, hier. Ach du Scheiße, kommen wir gar nicht rein. Ich dachte, wir können hier reinlaufen. Nee, kommen wir nicht mehr raus. Oh, achso, ich dachte gerade schon, ich stehe auf Sand, der runterfallen könnte. Aber noch nicht. Wow, ich habe Angst, Mami. Bitte hilf mir. Warum hilft mir denn keiner? So, wir können auf jeden Fall von der anderen Seite, von hier aus können wir ran. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, bauen wir hier mal direkt schön Stein ab. Kohle haben wir dann auch gleich mal ein bisschen. Wie gesagt, Kohle brauchen wir jetzt primär nicht unbedingt, einfach weil wir jetzt mit Laub die Öfen betreiben. Obwohl, doch, für Fackeln können wir Kohle gebrauchen. Hatte ich vergessen, weil die kann man nicht mit Laub machen. Oh, Berganfänger. Ich bin Anfänger? Ich bin Anfänger? Ich dachte, ich bin Profi. So, die Frage ist, wie viel Stein bauen wir ab? Ich würde mal sagen, ein Stack, den wir jetzt erreicht haben. Von daher sollte das erstmal. Obwohl, wir brauchen die. Warte, wir gucken mal. Also, wir haben eine Kantenlänge von, ich sag jetzt mal so 20, 40 Blöcken. Wir gehen einfach mal von der Kantenlänge mal 40 Blöcken aus. Das mal 5 Blöcke hoch. Heißt also, wir brauchen ungefähr 200 hiervon. So, ganz grob. So, das heißt, wir brauchen Pfeil und Bogen. Ausgesch. Wer baut bitte schön ein Pfeil, also ein Bogen aus Gestein? Sobald er gespannt wird, bricht er doch einfach. Stein ist doch nicht elastisch. Wie kann man ein. Egal. Egal. Ist nicht weiter. So, wir brauchen viermal und der muss vorher noch gescheiße. Oh, das sieht mir ganz schön teuer aus. Zum Glück haben wir so viel Laub. Der Ofen wird also gleich in Betrieb genommen. So, auf jeden Fall brauchen wir vier. Was? Wo bin ich jetzt? Da. Okay, also 1 zu 1. Das heißt, wir brauchen 200 von den Dingern. Da können wir noch ein bisschen baggern. Da baue ich am besten gleich noch ein paar Öfen. Das scheint ja doch ein bisschen hier, ne? Bisschen mehr Material zu sein, was wir brennen müssen. Von daher lohnt sich dann da mehrere Öfen zu bauen. Von daher lohnt es sich, mehrere Öfen zu bauen. Klingt so grammatisch richtig, Garara. Nein! Fuck my life! Und wir haben auch kein Holz dabei. Das heißt, wir müssen uns selber erstmal hier ein paar bisschen bachballen. So. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ist mir Schüssel egal los. Gott, wie langsam im Vergleich zu dem Eisenschmaus, den wir gerade eben noch hatten. Ja, wir brauchen unbedingt Eisen. Wenn es geht, ganz schnell, wenn es geht, sofort. Ich gehe am besten hier gleich mal runter direkt und gucken, ob wir hier direkt Eisen finden. Weil Eisen, ne, wie manche Sachen brauchen wir einfach mal Eisen. Und ich hätte gerne so früh wie möglich ein bisschen Eisen.
Ich meine ganz ehrlich, Rüstung brauchen wir zum Glück erstmal noch keine. Oh, wir brauchen Fackeln. Wir gehen erstmal hier direkt runter. Badadam. Und werden wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Badadam. Wobei, wenn wir jetzt hier so viel in Hüllen abhängen, in Hüllen sind der Monster. Ne? Das heißt, ich brauche vielleicht doch ein bisschen Rüstung, aber ich muss halt erstmal einfach aufpassen. Ne? So, dann machen wir erstmal, ich sag jetzt mal, komm, wir nehmen jetzt mal 8. 8 reicht vollkommen aus. So tief in die Höhle möchte ich jetzt noch gar nicht gehen, von daher. Oh oh. Ja gut, das. So viel dazu. Tschüss. Fuck my life, fuck my life, fuck my life, fuck my life. Oh, wir kommen gar nicht raus. Och nein, Mesemonster. Oh scheiße. Wir sind richtig hart gefickt. Wow. Kriege ich die damit erledigt? Keine Ahnung. Nein. Ja, ich kriege damit erledigt. LOL. Komm mal her, du Missgeburt. Tap an. Kommst du? Ja. Bumm. Aber er hat mich auch nochmal getroffen. Egal. Wow, unser erstes Monster erlegt. Woo. Ich hab sogar ein Meta-Fragment bekommen. LOL. Oh nein. Wie soll ich das nächste Monster? Es ist hier einfach so dunkel. Ich wusste gar nicht, dass das Steinschwert auch schon so stark ist. Ich dachte echt, mit dem Steinschwert müssen wir 20.000 mal aufkloppen, bevor hier überhaupt irgendwas passiert. So. Dich putzen wir wieder ab. Du gehörst hier nicht hin. Ach Mann, ich will doch nur auf da. So, so. Yay, geschafft. Und jetzt nochmal. Yay, geschafft. Badam. Und schon sind wir wieder oben. Tja, die Frage ist, wie komme ich hier relativ günstig an einen Stein ran? Eisen. Hier vielleicht Eisen? Nein. Hier vielleicht. Wow. Hier vielleicht irgendwo Eisen? Ich glaube eher nicht so. Ne. Hier schon mal gar nicht. Dann hier wahrscheinlich auch nicht. Leider nicht. Ah, gut, das heißt, das mit dem Eisen wird es dann doch noch ein bisschen dauern. Schade eigentlich. Ich hatte mich schon drauf gefreut. Ja, Ronny. Genau in der richtigen Reihenfolge abgebaut. Du Vollidiot. So, na gut, dann bauen wir mal hier noch ein bisschen Stein ab und dann müsste das mit dem Eisen noch ein bisschen warten. So, die Frage ist, wie viel Stein haben wir eigentlich schon? Nicht mal 2 Stacks, Gott. Wir haben eine ganze Menge abbauen. Warum haben wir nur zu wenig Stein? Da schon viel mehr. Ich muss ins Bett. Ich krieg das Timing nicht mehr hin. Boah, Alter, was ist da gerade mit meinem Timing los? Ich will ins Bett. Ups, ich habe zu viel abgebaut. Shizzle the dizzle the mizzle. Nein, das muss ordentlich sein. Das heißt, das ganze gesamte Konstrukt eins weiter runter.
ich habe noch eine. So, dann mal hier die Erde abgraben. So, perfekt. Gut, dann gehen wir mal wieder nach Hause. Yay, volle Fahrt voraus. Nitro. Oh, wow. Die ersten Sachen sind ausgewachsen. Sehr schön. Okay, also Rhabarber scheint schon mal sehr schnell zu wachsen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann lassen wir Rhabarber auch definitiv drinnen. Da sieht das auch, das ist auch schon ausgewachsen. Wir haben jetzt gerade gar nichts. Ja, ist auch schon ausgewachsen. Lol. Das ist natürlich nice. Was ist das? Das Problem ist, wenn ich nicht weiß, was das ist, dann weiß ich auch nicht, ob es ausgewachsen aussieht oder nicht. Ups, halt. Das hier ist auf jeden Fall noch nicht ausgewachsen. Das sieht sowas von... Nee. Also das hier, das ganze Getreide, das ist noch viel zu klein für Getreide. Oder? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, oh Gott. Hoffentlich verschwende ich jetzt nicht die Hälfte. Ich traue mich nicht. Ich hab's verschwendet. Ah, ich hab's verschwendet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich lasse alles ein. Ich fass nichts mehr an. Tschüss. Man sieht mich nicht. Bin weg. So, hier müssen wir erstmal alles reinklatschen. Wir brauchen dann auch noch einen Ofen. Das heißt, du kommst raus, du kommst da, du kommst da, du kommst... Danke, danke. So, der andere Ofen kommt, da so hin. Bam. Wir brauchen mehr Blätter. Danke. Dann kommst du nach da und du kommst da runter. So, die Frage ist, reicht das mit dem Verhältnis aus? Ja, okay. Heißt also, er verbraucht weniger Blätter, als er damit Steine produzieren kann. Das heißt, für 99 Steine reichen 99 Blätter auch vollkommen aus. Sehr schön. Sonst müssen wir nämlich zwischenzeitlich nochmal nachlegen. Allowing splitting incoming material, not fuel, stack from tubes. Allow splitting, okay. Splitting von was? Was will er da aufsplitten? Also auf Deutsch, ne? Erlaube das Aufsplitten von ankommendem Material. Stacks, material stacks from. Also quasi erlaube das Aufsplitten ankommender Materialblöcke, also Materialstacks, von den Tubes, also von diesen Rohrsystemen. Diese Rohre da, diese Glasdinger, die wir da letztens gesehen haben. Nur wenn er sowieso das nicht mit Fill auf, also, ne, wenn er nur das Material hier, was will er da aufsplitten? Er hat doch nur einen Slot. Das macht keinen Sinn. Verstehe ich nicht. Na egal. Mit den Tubes müssen wir uns sowieso mal auseinandersetzen, aber bis dahin ist mir das sowas von egal. Das gerade hier ist ein Baum gewachsen, aber das ist unser Dings, der Monster. Ja, von daher. Fuck off. So. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Kuchen. Sehr schön. Wir haben einmal Mesekristallfragment. Yay. Wir haben immer noch schön viel Holz. Warum habe ich das ganze Holz mitgenommen? Egal. Wenn wir gestorben wären, dank dem Monster, hätten wir halt alles verloren. Apropos, Homepunkt. Das wollte ich. So, hier auch nochmal. Set home. Home.
Später müssen wir es natürlich in die Trennung vorsetzen, aber solange das Haus eh noch nicht gebaut ist, können wir es auch hier setzen. No problemo. So, dann würde ich mal sagen, wir machen nochmal hier einen Gang durch die Tomaten. Und dann sollte das damit auch erstmal gewesen sein für diese Woche. Weil das Gestein muss halt leider erstmal brutzeln. Brutzeln. Ah, das sieht doch schon wesentlich reifer aus. Was ist das? Das sieht aus wie so Tomaten. Wie diese Kartoffeln. Haben wir irgendwo Kartoffeln eingesammelt oder was? Ich lasse hier alles in Ruhe. Ich lasse alles in Ruhe. Ich lasse alles in Ruhe. So. Und dann, ja, würde ich mal sagen, verabschieden wir uns. Also verabschiede ich mich mal. Ne? Ich meine, so schnell wie wir sind, können wir tatsächlich noch anfangen zu. Nee, das sind bloß noch 3 Minuten. Die 3 Minuten braucht das Ding alleine schon mal, um die Dinger zu backen. Wo war nochmal das Gestein drin? Dann würde ich nämlich gerne nochmal. Hä, wo ist unser ganze Cobblestone? Ach da. Und nochmal ein bisschen was nachlegen. Quasi hier nochmal so 10 und da nochmal so 10. Dann haben wir noch 7 für Reserve, falls wir irgendwelche Werkzeuge brauchen. Und alles andere wird schön direkt gebacken. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Let's Play für diese Woche. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Muss ich mal gucken, ob ich nächste Woche wieder Minecraft mache. Also, oder ob wir doch nochmal erstmal Creative machen und dann erst wieder Minecraft. Weil bei Minecraft, da gibt es mittlerweile eine echte Menge zu zeigen. Da wurde eine Menge gebaut. Vieles von dem habe ich schon gezeigt in der letzten Woche. Aber es wurde mittlerweile wieder so viel gebaut. Minecraft-Server ist gerade schon aktiv. Ist ja auch mein absoluter Hauptserver. Von daher verständlich. Ja, dann würde ich mal sagen, in dem Sinne, schau mit V.